Ich bin's, euer LMO, und heute zeige ich euch, wie man so einen coolen Pokéball baut. Ich möchte nicht lange rumreden, ich möchte nur sagen, bitte abonniert meinen Kanal, das würde mich sehr freuen. Jetzt beginnen wir mit dem Video. Für diesen Pokéball braucht man 33 Teile. Ihr braucht von den roten ungefähr so um die 13 Teile. Ihr braucht 12 von den großen Vierern hier und einen von den Zweier hier. Und von den Weißen braucht ihr 12 von diesen Vierern hier und 2 von den Zweiern hier. Und ihr braucht eine Sechserplatte. Sehr wichtig für den Pokéball ist, dann braucht ihr 4 von so einem kleinen Kügelchen, also von so einem kleinen Teilchen. Und ihr braucht höchstens, ihr braucht so einen auf jeden Fall. Also der ist auch sehr wichtig. Ich würde sagen, jetzt beginnen wir mit dem Pokéball zu bauen. Ihr braucht 2 von diesen Vierern hier. Da baut ihr einen Zweier drauf. Jetzt kommt was richtig Kompliziertes, was ihr, glaube ich, aber verstehen werdet. Dieses Teil hier wird einmal über den Rand geschoben, dass 2 von diesen Punkten da höchstens drüber gucken. Dann baut ihr das Teil da dran, dann müsste es eigentlich da ein Teil frei sein. Und dann baut ihr das gleiche wieder. Jetzt haben wir höchstens dieses kleine Hütchen hier. Dann baut ihr das gleiche noch einmal, nur wieder in einer Phase größer. Ich zeige euch noch mal kurz ein fertiges Modell von diesem Pokéball. Den habe ich schon mal gebaut. Den habe ich mal mit meiner Mama gebaut. Das da sieht vielleicht ein bisschen anders aus. Ja, da hatte ich nicht mehr so viele genug Teile. Ich finde ihn trotzdem richtig geil. Und so einen werden wir jetzt auch bauen. Nur einfach, dass dieser Einsauger halt ein bisschen anders aussieht, sozusagen. So kann ich sagen. So, jetzt haben wir diesen kleinen Hut hier fertig. Innen drin sieht er höchstens so aus. Und jetzt braucht ihr diese Sechserplatte hier. Die baut ihr höchstens so dran, damit es dann irgendwann so aussieht. Jetzt kommt noch die weiße Schicht von den Pokébällen, die auch immer sehr wichtig sind. Ihr baut das genau das gleiche wie da oben bei dem roten nochmal, genau so gleich. Dann sieht es höchstens so aus schon. Jetzt, das mache ich eigentlich auch immer so, damit ich es euch schon mal gezeigt habe. Jetzt kommt dieses kleine Teilchen hier. Das müsst ihr jetzt hier in die Lücke bauen, damit es höchstens so aussieht. So, ich glaube, jetzt habt ihr erstmal so ein bisschen verstanden. Ich glaube, jetzt würden wir uns noch ein bisschen über Pokémon unterhalten. Kennt ihr Pokémon? Kennt ihr auch die Serie? Ich kenne richtig viele davon. Mit Ash, Misty, Rocco. Richtig cool. Jetzt sind wir schon gleich mit dem Pokéball fertig. Jetzt haben wir hier höchstens dieses Ding hier. Mit diesem runden Kreis da. Jetzt brauchen wir nochmal 2 von diesen Vierern. Die wir dann höchstens so dran bauen. Dann sieht es höchstens so aus. Und dann kommt dieser Zweier hier da drauf. Dann sieht es schon mal so aus.
Jetzt kommt dieses Teil hier. Noch ein Zweier. Und den bauen wir jetzt so dran. Ihr könnt es euch entscheiden, ob ihr ihn so hochbaut, ob ihr ihn hochbaut oder runterbaut. Das dürft ihr ruhig entscheiden. Ich baue ihn immer nach unten. Kurz was trinken. Dann sieht es uns so aus. Jetzt bauen wir diese kleinen Knüppel hier dran. Zum Einsauger. Und fertig ist euer Pokéball, den ihr habt. Richtig cool. Und vielleicht, wenn ihr Lust habt, können wir ja nochmal auf Pokémon-Jagd gehen, wenn ihr wollt. Kommt mit, dann gehen wir mal auf Pokémon-Jagd. Vielleicht finden wir ja noch einen. Ja, es ist ein wildes Flamingo, das gerade schläft. Vielleicht können wir es ja fangen. Wollen wir es mal ausprobieren mit unserem Pokéball? Kommt! Kommt! Ist es drin? Nein, leider nicht. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Tschüss, lasst doch einen Daumen nach oben da, das würde mich sehr freuen. Tschüss, euer LMO.